So, da bin ich wieder. Nächster Part. Der Abbruch war irgendwie total komisch. Da ist mir OBS abgeschmiert. Passiert. Ich würde sagen, die Creator-Dingsbums. Eigentlich auch ein cooler Schnitt, also 26 Minuten von oder ein paar 30 war ganz gut. Ich habe mich mal für Janus registriert und hoffe, dass es klappt, aber ich glaube, wir werden da total verkacken, weil die meisten, wenn es Leute gibt, die dort mitmachen, sind es sowieso 49er. Der Tank geht mir so auf den Sack gerade. So, jetzt habe ich erstmal die ganze Akku verloren. Also der Skill ist doch ganz nützlich, auch PvE. Aber das mit den Skillen muss, ist Schwachsinn. So, jetzt habe ich natürlich wieder einen Batzen Quests bekommen. Aber ich will doch erstmal das Spiel genießen. Nope, neue Quest. Iron Hand Infanterie. Infanterie, Infanterie. Und nach Willidon. Willidon kann ich nicht machen. Das wird nicht funktionieren. Weil man da erst mit Level Dingsbums hin kann. Unter Level 40. Und da ich hier einigermaßen von den Leveln her rushen will, weil das Game sagt, Level schnell. Ist das halt so. Gut. Hallo Infanterist. Tschüss Infanterist. Bye bye. War nett, dich gekannt zu haben. Genauso wie dich. Schieb dich zu deinem Kollegen. So, da stehen zwei. Die kann ich mit dem AOE wunderschön klatschen. Super. Dann geht's ja auch direkt weiter. Gibt es ja noch irgendwelche Infanteristen hier hinten vielleicht? Ja, Infanteristen, super. Aber erstmal will ich mich mit dem Spy hier anlegen. Da muss ich einigermaßen schnell sein, weil hier. Finde ich gut, dass der jetzt direkt. Finde ich gut, dass der direkt hier steht. Da muss ich erstmal den. Hey, jetzt kannst du vergessen. Finde ich gut, dass der da stehen bleibt, der Spy. Ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe. Leck mich doch am Arsch, ey. Na, zum Glück habe ich von den Dingern so viel, dass ich scheißen kann. Dass der Spy in dem Siegetank stehen bleiben kann, ist sau nervig. Und ich hoffe, dass die das irgendwann patchen, weil das ist wirklich ätzend. Aber naja. In Florenz hat man das ja auch. Yes, ich kann nach Janus rein. Ich hoffe, dass es in irgendeiner Weise funkt. Von daher. Ja, ich bin alleine. Da muss ich erstmal gucken, was für einen Gegner ich bekomme. Wie lange hält denn dieses 26 Sekunden? Da muss ich erstmal warten, bis der andere reinkommt, sonst passiert nämlich gar nichts.
50-50. Ich kann noch keine Informationen einsehen, was für ein. Also du kannst hier oben gibt es dann so PvP-Infos. Oh. Don't tell my girlfriend. Auf jeden Fall werde ich sie erzählen. Nee, wo war ich? Also manche Grafikfehler gibt es schon. Ich glaube, der Grafiktreiber ist mir abgeschmiert, deswegen ist OBS abgeschmiert. Ist natürlich ein bisschen schade. Wie ist der denn überhaupt hier reingekommen? Ja, der ist Level 48. Ich glaube nicht, dass ich in irgendeiner Weise den kriege. Ich probiere es einfach mal. So, das dauert natürlich. Das hätte ich gern einmal geöffnet. Ich glaube nicht, dass ich das packe, der wird mich da richtig platt machen, glaube ich. Ja, du siehst allein schon, wie stark der ist. Na, Shadow Walker hat mal Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat sich auch stark geändert. Wenn der Typ nett ist, lässt er mich in Ruhe. Danke. Der ist natürlich viel schneller als ich und der wird mich wahrscheinlich abnerven. Das wird er tun. So, in der Gilde geht's ab. Der wird bestimmt nach dem Loot gleich herkommen, mich klatschen und mir meine Arbeit kaputt machen. Das ist aber so ein Piff. Obwohl, nicht unbedingt. Das Scarlet Blade ist nicht so arschig wie andere Spiele mit PvP-Inhalt. Die ärgern Leute nicht unbedingt und machen ungern anderen Leuten die Arbeit kaputt. Da gibt es nämlich auch schon mal ganz gerne Leute, die wissen, okay, der macht das nur für die Dailies und der lässt dann die anderen in Ruhe. Diese Ancient-Relikte habe ich immer noch keine Ahnung, was es mit denen zu tun hat. Auf jeden Fall gibt es hier richtig schön viel Loot. Das ist wunderschön. So, was haben wir denn alles bekommen? Das Inventar haben wir voll bekommen. Ich will mal gucken, vielleicht kann ich... Das ist ein Defender, okay. Aber 23.000, das brauche ich gar nicht anfragen. Ich glaube auch nicht, dass ich hier irgendeiner Weise... Der kann aber, du kannst, wenn die Dinger kaputt sind, kannst du natürlich hier so rumscoren. Indem du dich versuchst, mit solchen Dingern anzulegen. Aber das kann ich vergessen, die sind ultra stark. Also von daher kann ich jetzt eigentlich nur noch abwarten.
10 Minuten gammel ich jetzt hier rum. Das ist so nervig. Ich möchte den anderen, weil er mich nicht gestört hat, möchte ich ihn auch nicht stören. Natürlich verlierst du hier keine EXP, das ist klar. Aber ich kann es auch total vergessen, dass ich... ich will einfach mal gucken, was ich alles so bekommen habe. Und ob ich damit was anfangen kann oder ob ich vielleicht das eine oder andere verkaufen sollte. Das ist ein Base, das kann ich nicht verkaufen. Also weg damit. Was habe ich hier bekommen? Gar nichts. So, die kann ich hier reinstellen. Die kann man... Obwohl, nee. Ich lasse mich jetzt killen, dass ich oben beim NPC wieder spawne. Und dann verkaufe ich erstmal den ganzen Müll. Genau so machen wir es. Und den Rest kann ich halt zum Dingsbums benutzen. Ja, die machen mir einfach viel zu viel Schaden. Das kann ich so vergessen. Das weiß der andere auch. Hätte mich zwar die ganze Zeit nerven und klatschen können. Aber ich finde es halt ganz cool, weil die Leute hier sind, was das betrifft. Ist, also, ich kill dich, weil ich es kann und weil ich stärker bin. Also dieses Kompensationsverhalten. Hat man hier zum Beispiel selten. Wo man sagen muss, Florencia zum Beispiel, da hat man es sehr häufig. Ich kill dich, weil ich es kann. Die meisten machen sogar noch sehr gerne mit XP-Kill. Mit Freuden. Einfach nur, weil sie es können. Und das ist halt genau das, was in meinen Augen das ist, was traurig ist. Kann ich die zerstören? Ja, die brauche ich hier aktuell nicht. Passcards behalte ich mal ein paar. Genau. Die behalte ich, die behalte ich. Die können weg. Einen behalte ich mal. Sitzen Level 4, glaube ich, habe ich schon. So, das kommt in meine Bank. Jo. Ich habe alles. Das Buffpack kommt da auch rein. Hier kommen diese besonderen Dinge, die kann ich verkaufen. Die tropfst du eigentlich wie Sand am Meer. Und so richtig tolle Sachen geben die auch nicht raus. Habe ich? Ist jetzt ein Level 4? Ja, habe ich. Okay. Den lasse ich in Ruhe. Weil... ah ja, stimmt. Ich muss noch mehr Damage machen. Der muss nämlich Damage tanken. Deswegen machen die das nämlich. Es gibt nämlich hier noch eine Tagesquest. Habe ich ganz vergessen, dass es die auch noch gibt. Ich muss jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,1 Millionen Damage machen. Die Hälfte habe ich schon. Von daher... Naja, 22.000 Damage mache ich relativ schnell. Das ist okay. Muss halt nur gucken, wie ich das noch ein bisschen steigern kann. Das wäre nämlich ganz geil. Wie gesagt, das macht er als Quest. Nicht, weil er irgendwie D-leveln will oder sonst was, sondern das macht er als Quest. Von daher ist alles... geht seine Wege. Der muss halt einen gewissen Schaden tanken. Und da ich halt kein Damage bei dem mache, ist das halt so. Und ich muss halt hier richtig Damage machen. So, okay. Warum sehen die mich? Das ist doch scheiße. Ich war doch... Ach. Das finde ich ein bisschen schade, dass man sich nicht so verstecken kann. Liegt einfach daran... Ja, woran liegt es eigentlich? Liegt einfach daran, dass... ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Finde ich auch ein bisschen blöd.
Das dauert 10 Sekunden. Da muss ich relativ schnell hin. So, mach ich mal das da. Ist egal. Das war's wert. Ich habe jetzt noch 5 Minuten Zeit, ungefähr 1,15 Millionen Damage zu machen. 662.000 habe ich schon. Von daher, ich guck mal, ob ich das mit einem Mech, mit dem riesigen Roboter, den ich gerade hier mit diesem normalen Mech, ob ich den, der nennt sich Epona, ob ich das damit kompensieren kann. So gut. Gefühl war das eindeutig mehr. Bin ich mir aber jetzt nicht ganz so sicher, von daher ist mir das egal. Ich probiere es einfach. Ich probiere es einfach. Wir sind jetzt ungefähr bei umgerechnet 700.000. Das bedeutet, mir fehlen 400. Ob ich das in vier Minuten hinkriege, weiß ich nicht. Ich hoffe es natürlich. Das habe ich total vergessen, dass man ja eine Quest bekommt, die relativ schnell gemacht ist. Und eine Quest bekommt, die schon ein bisschen anstrengender ist. Ich könnte natürlich einmal probieren. Nein, nee, von denen kann man ja nicht fliehen. Ja, so knapp 300.000, 30.000 machen wir. Das ist schon mal ganz gut. Wir sind auch relativ schnell wieder am Leben. Von daher, jo. Sollte das klappen? Als Medic, muss ich ganz ehrlich sagen, sind diese Quests scheiße, weil meistens bist du halt wirklich allein in diesen Modis, gerade im... Komm her, komm her. Ich versuch's nämlich gerade ein bisschen... So, probier's. Scheiße, ich habe gedacht, wenn ich den anderen nicht aggro hole oder so, dann, Dingsbums, mache ich ein bisschen weniger... Damage, aber dem war nicht der Fall. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Dann versuche ich einfach in die Mitte zu gehen, meine AOEs raus zu spammen und. Ja, der Kleine, der kriegt richtig Level hier. Guck mal, der ist jetzt schon Level 10. Upgrade. Upgrade bedeutet, er kriegt einen neuen Slot. Nice. Und jetzt hat er Ärmchen, der kleine Roboter. Juhu. Was? Ich mache das jetzt anders. Ich warte hier mal eine Weile. Warte, bis ich mich hier so ranpirschen kann. Ich weiß nicht. Ja, das war auf. Glaube, gefühlt war das wirklich viel mehr. Weil mit meinem, hier mit diesem AOE kann ich die halt wirklich ein bisschen, wie heißt's? Kann ich die wirklich ein bisschen stunnen, so dass ich mal ein paar, Knockout Duration 1,5 Sekunden ist natürlich doof, ich hätte es gerne höher. Aber mir fehlen Skillpunkte. Ja gut, macht ja nichts, wir kriegen ja wieder, mit Level 42 kriegen wir, glaube ich, einen Skillpunkt durch das Level Up. 3 Stück, glaube ich. So, das machen wir mal, das machen wir mal. Die fressen wir auch mal zur Not. Weil Gold ist ja echt hier kein Problem.
Ja, das ist eigentlich eine ganz coole Idee, wie das aktuell läuft, weil so kriegen zwar derbe auf die Fresse, das ist überhaupt kein, das ist keine Frage, aber wir können durch die AOEs verteilen wir definitiv ordentlich mehr Schaden, aber wir schaffen das nicht, weil ich einfach es verkackt habe. Na gut, schade. Okay, gut, dann ist das so. Immer wenn du in so einen Mod betrittst, kriegst du dieses Dingsbums wieder. Und wenn du Glück hast. Genau. Dingsbums alle. Immer wenn du so einen Modus betrittst, kriegst du wieder kriegst du wieder so eine Quest mit so einer Aufgabe. Von daher passt schon. Gut. Iron Hand Infant, das sind die Mauders. Die Mauders will ich doch gar nicht. Die Infanteristen will ich klatschen. Jo. So viel Base hier, so viel Pet XP trinke, dass ich gar nicht weiß, wohin mit dem Kram. Okay, die können verkauft werden. Dreihunderttausendfünfhundert. So. Okay. Ja, ist ja gut. Das machen, dann habe ich auch ein ordentliches Layout. Alter, du Rattengesicht, du dreckiges. Habe ich den jetzt Aggro gezogen? Tatsache. Du gehst mir hier echt auf den Sack. Weg. Keine Ahnung, was der gibt. Ob das überhaupt irgendwie sinnvoll ist, die zu klatschen oder nicht, aber der ging mir gerade so dermaßen auf den Piss, dass mir das relativ scheißegal war. Hallo Infanterist. Tschüss. Gut, einen von den Infanteristen noch und dann müssen wir Medics klatschen. Ich bin eigentlich, wie gesagt, ein Medic-Fan. Ich klatsche ungern Medics, weil. Man tut Sanitäter nichts. Das ist einfach Gesetz. Das ist einfach moralisches Gesetz. Das macht man nicht. Ich weiß, die meisten gucken sowieso, sind sowieso Florentia-Fans und kennen das, dass es scheißegal ist. Kill, was du killen kannst. Ob es moralisch in Ordnung ist oder nicht, ist ja egal. Der Games in Flames Support ist ja genauso. Aber, naja. Nicht jeder Mensch verkauft seine Seele und endet dann später in der Hölle. Von daher. Die Infanteristen nerven. Oh, der Kleine kriegt ordentlich XP, also der hat jetzt schon wieder 23%, ist aber auch natürlich Level 10 und wir haben ja immer noch dieses Autumn Special Buff Drop Rate 10%, Pet XP. Haben wir noch dieses Goldding? Nee, ne? Wir haben nur das da, okay. Ich habe ganz vergessen, wie viel Prozent wir haben. Wir haben auch schon wieder 79. Der XP-Buff geht noch 18 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich da. Ich kann die Dinge eigentlich fressen bis zum geht nicht mehr. Ich habe noch 38 von dem alten Gedönse.
Jetzt warte ich, bis die anderen Medics joinen. Vielleicht kann ich ja dann einen guten Kill hinkriegen. Naja. War jetzt nicht unbedingt das Top-Angebot hier. Naja, ist egal. Ich habe aber auch nur ein AOE bereit gehabt, von daher war die Aktion vielleicht ein bisschen überstürzt. Wum, bum, 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 bum. Hallo, Bunny. Hallo. Ups. Naja. Achso, das ist so ein Spy. So, wer greift mich an? Es geht mir gerade so auf die Eier. Oh, ich habe meinen Dingsbums voll. Okay. Ja, ich weiß, dass mein HP-Level kritisch ist. Habe ich hier irgendwas, was ich wegschmeißen kann? Das da. Ja, das ist Müll. Muss ich in die Stadt.
So, ja, danke, dass du auf meine Items aufpassen kannst. Was habe ich denn hier? Den Handschuh würde ich gerne noch mal gucken. Dann nehme ich die mal mit. Die nehme ich auch mal mit. Lass mich mal kurz überlegen. Ich weiß gerade nicht, wie ich was machen soll. Ich kann erstmal den Müll verkaufen, dass ich ein bisschen Platz krieg. So, und das kann auch weg. Gut, dann will ich das mal upgraden. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Und den Handschuh würde ich gerne nochmal. Das ist schon auf plus 8. Von daher alles gut. So, den Handschuh möchte ich erstmal. Nee, dafür brauche ich die grünen. Ach, das hat jetzt nicht geklappt. Habe ich hier noch irgendeine Charge? Nee, ne? Was sagt denn meine Waffe? Die ist auf plus 7. Ich könnte mal probieren, die auf diese abzugraden. Darauf kann ich natürlich auch mal probieren. Warum eigentlich nicht? Do you have a deposit? Geh mir nicht auf den Sack. Gibt es eigentlich irgendwas, was nur auf plus 7 ist? Nicht das 35er. Ich hätte gern hier. Ba-ba-ba-bam. Halt die Fresse. What a messy inventory. Es ist mein Inventar. Meins. Okay, die spare ich mir mal auf. Obwohl, ja genau, ich kann auch eigentlich ein paar Naraks machen. Wenn die nämlich auf plus 7 sind, kann man die als P Puder benutzen. So, jetzt mische ich aber mal probieren, dass die auf plus 7 gehen. Hoffentlich klappt es. Ich habe nicht so viele Gems. Ich habe nicht so viele Gems. Bitte. Gut, das hat geklappt. Continue. Nein. Das da als Relikt. Das muss ich reinsetzen. Habe ich hier noch irgendwelche Naraks? Nein. Gut. Das da und das da. Ja, ich weiß, dass die Dinger dafür verloren gehen. Yes. Super. Plus 8. Nice. So, dann kann das dahin. Das erstmal dahin. Okay. Gut, das kann auch mehr oder weniger verkauft werden, genauso wie das hier. It's not polite to stare. So, ba 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 bam. Gut, der hat wieder ein Level abgekriegt. Jo. Wieder ein Ass und ein König. Das kann weg. Erstmal. Und das lege ich erstmal auf die Bank. Genau, dann kann das nämlich verkauft werden. Und dann gucke ich mal, ob ich von diesen XP Hyperchip welche finde. Was sind das denn? Was sind Skill Hyperchips? Consumable Skill Hyperchip. Wie heißen die? EXP. Level 1 ist natürlich schwer.
Ah, die Level 1er sind natürlich schweineteuer. Aber die braucht man. Gut. Gut, Special Tab. XP. Okay, wollen wir mal gucken. Teachers. Okay. Den kann ich alle 2 Stunden benutzen, glaube ich. XP Skill ist Level Up. Steht nur nicht dran, wie viel. Gut, habe ich jetzt wieder Platz? Hab ich, ja. Ich will die Back 1 haben. Gut. So, dann habe ich noch Babylon Transmitter. Nein. Commander Gabbard und Maurus. Erstmal die Maurus, weil ich bin mir ziemlich sicher, die Mauders mache ich jetzt noch fertig und dann beende ich mal die Aufnahme. Also komplett die Season, weil ich glaube, insgesamt bin ich jetzt schon bei knapp 10 Minuten. Ja, doch bei 10 Minuten. Und das, nee, insgesamt bin ich jetzt eine Stunde dran. Und von daher kann man das eigentlich so lassen, da ich noch andere Games auf dem Schirm habe. Ich will die Maul. Das schade, dass es keine Nahkämpfer sind. Das sind alles so scheiß Fernkämpfer, scheiß Fernkämpfer Nappel. Naja. So, die Mauders stehen immer in diesen Tanks. Das geht wenigstens einigermaßen schnell mit denen. Ich habe keine Ahnung, was ist mit dem. XP Booster.
Und nochmal 150%. Cool. Was hat denn der für eine Cooldown-Time? 2 Stunden. Natürlich steht der da drin. Ach, leck mir doch die Rosette blank, du Lappen. Ups, das wollte ich nicht. So. Oh, ich bin ja schon fertig. Ich habe Entschuldigung, ich war jetzt gerade hier so vertieft. Ich würde sagen, den Gabend machen wir noch. Und dann werde ich die Aufnahme mal beenden. Und dementsprechend. Ja. Dann mich mal ans Hochladen machen. Nicht, hier habe ich alles. Gut.
Stimmt, da bin ich auch noch schneller. Der da reicht aus. So, bereite ich mich erstmal vor. Okay, ich habe mich entweder zu stark vorbereitet oder ja, was haben wir hier? Kill den nochmal. Schon wieder diese Mauders. Ist egal, dann machen wir die hier. Ist egal, ich muss sowieso nicht in die Stadt, aber ich habe alles soweit fertig erstmal. Und dementsprechend sage ich erstmal hier, macht's gut, Leute. Bis später, ich bin alles am Hochladen und so weiter und so fort. Also, ciao.